Heute machen wir uns eine richtig leckere Kürbispasta und das Beste an dem Rezept ist, ich röste das Gemüse vorher erstmal im Ofen an. Warum ich das Ganze mache, habe ich hier mal in einem Video erklärt und glaubt mir, es ist nicht nur etwas aufwendiger, man wird wirklich einen geschmacklichen Unterschied merken. Und eigentlich macht sich die Kürbispasta wie von selbst, also es ist überhaupt nicht schwer, es kann absolut jeder nachmachen und sie ist wirklich unglaublich lecker. Mein Rezept unter anderem einen Hokkaido-Kürbis. Ihr könntet aber auch jeden anderen Kürbis nehmen, der euch schmeckt. Zum Beispiel auch Butternut-Kürbis, wenn der Hokkaido ist schon so ein bisschen geschmacksintensiver, ein bisschen kürbissiger als der Butternut-Kürbis. Wenn euch der Butternut besser schmeckt, nehmt gerne den. Ich nehme heute den Hokkaido-Kürbis, einfach auch deswegen, weil ich ihn nicht schälen muss, sondern ich kann ihn einfach ein bisschen rumschneiden, das Grobe hier ein bisschen beischneiden und schon in der Ofenschale rösten. Außerdem habe ich hier noch für euch Knoblauch, Zwiebeln, ein bisschen Ingwer und damit das Ganze nicht so nach Kürbissuppe schmeckt, möchte ich es etwas mit Paprika verfeinern. Geröstete Paprika gibt da drin nochmal so ein richtig leckeres, frisches Aroma und deswegen finde ich, passt die Paprika ganz gut dazu. Ihr könntet aber auch, falls ihr keine Paprika vertragt, das Ganze so ein bisschen mit Zucchini verfeinern, aber auch mit Tomaten. Aber glaubt mir, die Variante mit Paprika ist einfach einmalig und mega lecker. Als allererstes muss ich natürlich alles waschen, schälen, schneiden und das zeige ich euch jetzt. Das Schöne beim Gemüseschneiden ist, dass ich mir hier gar keine Mühe geben brauche, weil einfach alles in eine Ofenform kommt und dort gebacken wird. Ich habe noch zwei Knoblauchzehen dazu gegeben, den Ingwer habe ich auch nicht geschält und die Zwiebeln habe ich einfach geviertelt, dann ein wenig Olivenöl drüber gegeben und bei 200 Grad circa eine halbe Stunde lang gebacken. Ihr könnt währenddessen schon mal die Nudeln kochen nach Packungsanleitung. Ich habe hier wie immer Low Carb Nudeln genommen und das Schöne ist auch, dass sie nicht zusammenkleben. Ihr könnt sie dann einfach abgießen und erstmal so stehen lassen. Gemüse habe ich rausgeholt und natürlich erstmal etwas abkühlen lassen. Wie ihr es vorhin gesehen habt, ich habe es auch noch nicht gewürzt, einfach damit die Gewürze nicht verbrennen. Wenn ich manchmal Ofengemüse mache, würze ich es trotzdem ein bisschen vorher. Hier wollte ich allerdings nicht, dass das Gemüse auch so viel Saft lässt, wenn ich es vorher mit Salz zum Beispiel gesalzen hätte. Also ich wollte es so pur und so natürlich wie möglich haben. Ich habe mir jetzt hier zum Pürieren ein kleines Gefäß besorgt. Und jetzt mache ich das Gemüse einfach hier rein, weil ich das später dann nochmal in der Pfanne erwärme. Unser Paprika-Kürbis-Gemüse wird natürlich jetzt erstmal püriert. Wenn das nicht so gut geht, macht einen Schluck Wasser rein, dann läuft das auf jeden Fall. Dann könnt ihr diese Mischung schon mal in eine Pfanne geben und kurz warm werden lassen. Den Topf zum Pürieren habe ich dann noch mit etwas Wasser ausgespült und das Wasser auch dazugegeben. Ihr müsst dann im Laufe des Kochens auch immer mal gucken, ob das Ganze nicht ein bisschen Wasser oder auch Brühe braucht. Und dann wird das Ganze erstmal erhitzt. Dann habe ich es mit etwas Salz und auch Birkenzucker gewürzt und dann noch die Nudeln dazugegeben. Am Ende wird das Ganze richtig schön vermischt und hört euch mal bitte jetzt den Pasta-Sound an. Ja, ich weiß, der Pasta-Sound klingt einfach perfekt. Ich habe jetzt die Pasta schön auf einem Teller angerichtet und mit ein bisschen Feta aus Schafsmilch dekoriert. Dazu kommt noch frischer Dill und ich habe hier noch Chiliflocken dazugegeben. Und schaut euch mal bitte die Pasta an. Sie sieht wirklich unglaublich köstlich aus. Und schon sind wir wieder am Ende unseres Videos angelangt. Ich hoffe sehr, dass euch das Video und die Pasta auch gefallen hat. Ich sag's euch, ich habe schon genascht, sie schmeckt fantastisch. Ich bin gespannt, wie es gleich mit den ganzen Toppings nochmal schmeckt. Wenn ihr noch mehr Inspiration braucht, ich verlinke euch mal hier ein anderes Kürbisrezept, was auch super lecker ist, was hier so ein bisschen auch in Vergessenheit geraten ist. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Und ansonsten probiert es jetzt einfach mal. Ich sag's euch, es riecht herrlich. Ich finde das so lecker. Ich finde auch dadurch, dass ich ein bisschen Paprika reingemacht habe, gibt das Ganze nochmal nicht mehr so einen starken Kürbisgeschmack, sondern so einen eher abgeschwächteren, trotzdem gemüsigen.
und runden Geschmack. Ich finde es mega lecker. Falls euch der Kürbis so geschmacklich ein bisschen stumpf vorkommt, macht ein bisschen Essig dran, dann schmeckt das Ganze auch ganz anders. Ein bisschen Balsamico-Essig, den weißen. Das ist mega lecker, das entschleunigt das Ganze nochmal. Und ich finde es perfekt mit dem Feta da oben drauf. Aber auch der Dill gibt so eine richtige Leichtigkeit, Frische. Nochmal ein bisschen was anderes als Petersilie. Also ich finde es mega lecker und ich würde es an eurer Stelle auf jeden Fall nachmachen. Köstlich. Ich freue mich jetzt drauf. Ihr macht es auf jeden Fall nach. Ich würde mich wahnsinnig freuen. Du darfst mir auch gerne in die Kommentare reinschreiben, ehrlich, wie es dir geschmeckt hat. Und dann sehen wir uns nächste Woche zu einem neuen Video. Macht's gut. Ciao.